Oh, jetzt geht's wieder um das nächste Video. Also, willkommen im nächsten Video, so wollte ich es eigentlich sagen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Vorkehrungen treffen, weil heute ist nicht so ein wahnsinnig sonniger Tag, wie man gesehen hat. Heute ist Freitag, der 20. März 2020. Knapp vor einer Woche, also am Samstag, vor 6 Tagen bin ich zurückgekommen von meinen Ferien. Und schön war es in den Philippinen, schön 35 Grad in der Sonne und etwa 30 Grad, wenn es ein bisschen bewölkt war. Und in der Nacht durch etwa so 25 Grad. Und da hat man eigentlich schon fast kühl gehabt, da hat man Pullover angelegt. Und alles, also wunderbares Wetter gsi. Nur 2 Tage in diesen 3 Wochen hat es ein bisschen geregnet, aber es war auch nicht so tragisch gsi. Dort regnet es übrigens das drüber aus hier in der Schweiz. Da hat man den sogenannten Monsumregen. Halt tropisches Gebiet. Wunderschön gsi dort. 3 verschiedene Farben von Strand habe ich gesehen. Schwarz, rot und weiss. Und viel zum Töfffahren sind wir gekommen. Allerdings nicht in dieser Hubraumklasse wie meine Ducati hier. Ein bisschen weniger, dort hat es so 125er gehabt, vor allem, oder 150er. Und in seltenen Fällen hat es mal 200er gegeben oder 300er, aber viel mehr hast du dort selten angetroffen. Aber ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt geht es um meine Ducati. Ja, neues zurück zu den Ferien. Philippinen haben sie im Dezember schon dicht gemacht. Das heisst, die Chinesen sind gar nicht reingekommen auf Philippinen, schon direkt, wo der Coronavirus ausgebrochen ist, haben sie dicht gemacht. Das heisst, dort hat man das Thema mit dieser Verseuchung von dem Virus gar nicht so gemerkt. Überhaupt gar nicht mitbekommen, gross. Kaum kommt man hierher, sind alle schon am Hypern. Auch verständlich, logisch, weil, ja, man hat es halt hier auch im grossen Stil verbreitet, sozusagen. Bis man endlich mal den Laden dicht gemacht hat. Ja, ich bin noch gesund. Ich bin nicht krank geworden oder so. Ich bin noch gesund. Ich habe noch Schwein gehabt bis jetzt. Das sieht man in den nächsten Tagen oder in der nächsten Zeit, ob das weiterhin so bleibt. Hoffe ich mal. Aber jetzt geht es um meine Ducati Hypermotard. Und zwar bin ich am Sonntag. Der erste Tag, nachdem ich von der Ferie heimkomme, bin ich schnell auf den TÜV gegangen. Schönes Wetter gewesen. Nicht weit, nur bis Schallenberg. Und wieder retour. Einmal durch die Bucht, zweimal durch die Bucht und zweimal über den Schallenberg. Ja, es war recht Verkehr gewesen mit, schon, weil es ist schon über 20 Grad gewesen und sonnig. Aber ja, bei mir ist es jetzt so, es ist 5 Monate her, als ich das letzte Mal gefahren mit der Ducati und ich war gerade ein bisschen überfordert. Es ist immer normal, auf der Rennstrecke ist das erste Mal, wenn die Saison anfängt, ist man auch wieder auf Stelzen fahren sozusagen. Man fühlt sich, als wäre man das erste Mal so richtig am Fahren, oder? Überhaupt kein Fahrgefühl und gar nichts. Ich habe auch nichts übertrieben und so. Ich war auch gerade ein bisschen überfordert mit der Leistung, weil die Hypermotard hat Dampf. Darf man nicht unterschätzen. Ist ja jetzt auch nicht mehr ganz original, was das betrifft. Leistung und so weiter. Hat ein bisschen mehr Leistung als original. Geht ein bisschen bissiger ans Gas. Geht schon bei 4000 Touren willig aufs Hinterrad im zweiten Gang. Einfach Gas aufreißen. Wheelie kommt automatisch. Also ich muss ohne Kupplung Wheelie machen. Nicht so wie mit der SMCR oder mit der 701er. Wenn du im zweiten Gang Wheelie machen willst, musst du mit der Kupplung arbeiten. Hier gibst du einfach Gas und das geht von alleine rauf. Und den dritten Gang habe ich jetzt nicht probiert. Habe ich ja das letzte Jahr, haben wir ja gesehen, habe ich ein Wheelie-Video gemacht. Die ersten Wheelie-Versuche sozusagen. Die ersten richtigen Wheelie-Versuche. Jetzt bin ich wieder ein bisschen dran gewesen. Allerdings bin ich immer noch kein Profi. Das braucht schon noch ein bisschen Arbeit und Zeit und so weiter. Aber es kommt schon gut, weil das ist eine Wheelie-Maschine hier. Die geht problemlos aufs Hinterrad. Im ersten Gang musst du nicht einmal Halbgas geben, so Drittelgas. Ja, reicht schon. Und dann geht das Ding schon im ersten aufs Hinterrad. Im zweiten musst du auch noch ein bisschen antippen und dann macht schon der Lupfer. Und wenn du einfach drauf bleibst auf dem Gas, geht er schön rauf. Also, wie gesagt, das Aufkommen aufs Hinterrad ist mit der Hypermotard kein Problem, weil der Motor hat Dampf genug, so verletzt. Ja,
Das heisst, mit anderen Worten, sie ist noch deutlich giftiger zum Fahren als Original. Und ich habe natürlich meine Elektronik auch dementsprechend konfiguriert, dass man die Leistung auch gespürt hat. Und vornach all das Zeug, wie gesagt, das habe ich alles schon gezeigt. Ist eigentlich, was Optik betrifft, bin ich eigentlich soweit fertig. Vielleicht kommen noch etwas Details. Ich habe jetzt mein Handy umgestellt auf mehr FPS, auf die Qualität. Man sieht es deutlich besser. He? Ja, jetzt geht es darum, die Ansaugung, weil jetzt habe ich Software, jetzt habe ich einen Endschalldämpfer, was die Leistung steigert. Jetzt kommt es noch hinter der Ansaugung. Hier habe ich Venturis, andere. Ich kann jetzt hier noch nicht so viel dazu sagen. Ich muss zuerst die Originale ausbauen, dass man den Vergleich hat. Und natürlich das Air Intake System, oder? Das ist die Ansaugung sozusagen oben nach der Öffnung, wo die Luft angesaugt wird. Geht dann hier rein, geht dann durch den Luftfilter in die Airbox, sammelt sich dort und der Motor nimmt sich dann die Luft, die er braucht, hier, wo sich in der Airbox angesammelt hat. Ich kann jetzt hier dazu auch noch nicht so viel sagen. Die originale Ansaugung habe ich schon in den Fingern gehabt. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich kann es am besten erklären, wenn man es 1:1 nebeneinander hat. Das hätte ich gesagt. Ich baue das mal aus. Und ich habe gesagt, ich mache einen Zeitraffer. Weil so ein riesen Aufwand ist das eigentlich nicht. Ich hoffe, ich weiß jetzt nicht. Ich habe den Tank gefüllt. Ich bin wieder so ein Spezialist. Nein, ich muss grad schnell schauen. Ich muss grad schnell schauen. Ja, was meine ich mit Spezialist? Mal schnell schauen, wie viel kommt. Wir haben hier Trip 1, kann ich schnell zeigen. Trip 2 ist einfach nur Trip 2, das ist nur Kilometer. Das ist die gefahrenen Kilometer jetzt mit dieser Tankfüllung. Ja, das heisst, man kommt, wenn man sportlich fährt, mit einer Tankfüllung etwa so 220 Kilometer weit. So komme ich mit der Distanz. Und jetzt habe ich 63 gefahren, das heisst, ich habe noch mehr. Ich habe noch 3/4 Tank drin. Ich hoffe, das wird nicht zum Problem. Und jetzt mit der neuen Einstellung kann ich maximal 10 Minuten filmen. Ist jetzt nicht so das Problem. Ich meine, die ersten 10 Minuten habe ich durch, dann tue ich halt noch eins antippen. Hier, oder? Aussenlufttemperatur. Nach Trip 1 habe ich Zeit, wie lange ich gefahren bin mit dieser Tankfüllung. 1 Stunde und 8 Minuten. Durchschnittsgeschwindigkeit 57 km/h. Durchschnittsverbrauch mit dieser Tankfüllung 5,1 Liter. Gefahrene Kilometer mit dieser Tankfüllung 63,1 Kilometer. Maximale gefahrene Kilometer, also dort, das wären 6.624 Kilometer. Hat jetzt mit DÖV insgesamt gefahren. Setting-Menü kann ich hier drauf gehen, Riding-Mode kann ich einstellen, oder jetzt ist auf Sport, Naturing oder Urban. Urban ist drosselte Leistung, 75 PS. Touring und Sport ist volle Leistung. Im Touring ist die Konfiguration ein bisschen anders eingestellt. Hier kann ich Engine einstellen, Traction Control, ABS, Wheelie Control. Und hier kann ich eben den Quickshifter ein- und ausschalten. Hier kann ich zurückstellen auf Werkseinstellung. Das ist eigentlich, das kann ich bei allen Modis einstellen, oder? Und dann hier kann ich einen PIN-Code einstellen, habe ich auch einen drin. Wenn ich jetzt ohne Schlüssel muss starten, zum Beispiel das Zündschloss kaputt ist, kann ich mit PIN-Code den starten. Dann hier kann ich Rundenzeiten abspeichern. Dann hier kann ich Backlight, da kann ich glaube ich einstellen, wie das Licht sich verhalten soll, also automatisch hier und ausschalten. Hier Datum und Zeit, Units. Sie einfach, ja, wie man sieht, man hat wirklich Mäusekino. Dann Servicebüchli habe ich auch noch drauf. Dann Tire Calibration, also tut sogar Reifendruck überwachen. DRL, was ist jetzt das? Ach, siehst du, ich weiß nicht einmal alles. Ja, wie gesagt, genug Sachen, genug, oder? Was das Elektronikpaket betrifft, kann ich mich echt nicht beklagen. Jetzt weiss ich auch gerade das, was ich wissen wollte. Ich habe noch 3/4 Tankfüllung, wenn ich dem hier folge. Ja, am liebsten hätte ich einen leeren Tank. Am liebsten. Und wenn man sieht, was ich halt einfach richtig nice finde, ist das Tagfahrlicht. Das sieht so richtig böse aus. Ich hoffe, es blendet nicht zu fest. Weil, das ist nämlich hier auf der Seite hier, oder?
und die auf der Seite und dann der böse Blick, das sieht richtig geil aus. Und was ich halt auch geil finde, was halt einfach Ducati kann, Beleuchtung, oder? Schau, ist das Hecklicht da, ich find's richtig Porno, Mann. Ah, ja. Man kann nicht klagen, was Design betrifft, was Emotionen betrifft, was Sound betrifft, jetzt mit dieser Auspuffanlage, was Fahrleistung betrifft, was Motorcharakteristik betrifft, das ganze Fahrgefühl, das ist einfach Ducati-like auf allerhöchstem Niveau. Also, wer auf einer Ducati keinen Fahrspass hat und die Emotionen nicht spürt, ich glaube, der hat ernsthafte Probleme, weil Ducati ist das Master-Ding, was Emotionen und Fahrspass betrifft. Und darum habe ich mich auch für eine Ducati entschieden, weil das höchste der Gefühle sozusagen, weil das können die Italiener. So ein lärmiger 50er da, läuft nicht, aber macht einen huren Mais. Ja, wenigstens noch Leistung. Nein, ich will jetzt nicht fies sein. So fährt man ja immerhin an, oder? Auf zwei Rädchen. Wenn man Fan ist von Dörfen, dann fährt man klein an. Ich halte jetzt von Mofa auf Rennmofa, Enduro, wo nicht die Strasse zugelassen ist, einfach nebenaus, ein bisschen Wald, ein bisschen Berge und dann direkt zu dem hier. Ja, kann man so machen, wenn man will, aber muss man nicht unbedingt. Peace. Ah. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich bin wirklich mega Fan von meiner Hypermotard. Jetzt habe ich sie seit dem Juni. Jetzt ist März, das heisst, ich habe sie schon 3/4 Jahr. Und übrigens, im März 2019 ist sie gebaut worden. Produktionsdatum März 2019, das heisst, sie ist 1 Jahr alt geworden. Es war 3 Monate bei Hess Moto im Ausstellraum. Nach 3 Monaten bin ich gekommen, habe sie gekauft. Ja. Jetzt ist sie 1 Jahr alt. Ja, ich feiere den Geburtstag von meiner Hypermotor sozusagen. Und das Geburtstagsgeschenk ist eine bessere Ansaugung. Juhu! So, also. Ich tue nochmal abklemmen und noch 1-10 Minuten abspielen, weil jetzt ist der Zeitraffer angesagt. Ich muss halt immer ein bisschen kontrollieren, weil jetzt tut es nämlich abklemmen mit der neuen Einstellung. Das ist ein kleiner Nachteil. Aber es sollte schon gehen. Zum Beispiel, klar, ich meine, meine Enduro hat jetzt zum Beispiel einen Bajonettverschluss, oder? Für hier hinten die Sitzbank zu lösen. Hier ist jetzt ein. Sieht noch gut aus, he? Hier ist jetzt zum Beispiel das Impuls, also das Torx-Schlüssel, das ich brauche, für hier die Schraube zu lösen. Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Wow, wie lange? 10 Sekunden, die ich mehr brauche. Toll. Also schmecken auf höherem Niveau. Der Wind macht mir jetzt gut zu arbeiten. Aber ich sehe, die Stellung stimmt. So. Ja, immer wenn ich filmen will, tut es Wind. Es ist zum Kotzen, wirklich. Das ist jetzt jedes Mal so. Dann muss ich immer schauen, dass meine Nathalie-Stellung stimmt, weil sonst filme ich irgendwo am Boden runter und das wollte ich nicht. Sitzbank tue ich hier, so sieht die Sitzbank übrigens aus, das ist die SP-Sitzbank, sozusagen die Racing-Version. Es gibt noch eine Komfort-Sitzbank und es gibt noch eine verteufte Sitzbank und so weiter. Es gibt noch, ja, eine Sitzbankmässig hat man auch noch Auswahl. Aber das hier ist die Sportversion, weil schließlich habe ich auch eine Sportversion gekauft. Ja, jetzt geht es darum, die Sitzbank muss weg, hier die Verschallungen müssen weg. Und der Tank muss raus und dann kommt man eigentlich auch schon zur Airbox. Mal schauen. Siehst du, jetzt hat sich das Nattel schon verabschiedet. He? Toll, wie das da funktioniert. Ja.
So, jetzt habe ich kurz ein Video ohne die Schnur gemacht für den Zeitraffer. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe. Und zwar, die Spritleitung hier muss man gut schmieren mit WD-40 oder mit einem Schmiermittel, weil die ist nur so eingeklemmt und sehr heikel, dass sie kaputt geht. Auch hier mit dem Verschluss. Aber ich muss das jetzt aufhaben, weil der Tank ist eben 3/4 voll, sonst läuft mir das ganze Benzin aus. Und das hier ist die Spritpumpe sozusagen. Das heisst, ich nehme hier den Stecker fort, ich löse hier die Schrauben von unten auf, ich löse die Schrauben, die hier auf der Seite drin sind, die 3 Schrauben, und dann habe ich eigentlich den Tank schon in den Fingern. Und jetzt sieht man hier das Motorsteuergerät und darunter das hier, das schwarze Böchsel hier, das ist meine Airbox. Und hier vorne, hier zu suchen, hier, wo ich den Finger, die Hand drunter habe, hier saugt der Motor die Luft an, geht dann so vorne an. Das, was man eben hier sieht. Das vorne an hier. Nur hier ist jetzt das Hübeli nicht mehr. Aber ich baue jetzt zuerst das hier aus und dann sieht man, wie es weitergeht. Weil das ist jetzt noch ein Gefummel hier. Das Motorsteuergerät muss fort. Und das Relais, oder? Hier ist noch das Relais dran, ich glaube für Blinker und keine Ahnung was alles. Anlasser und so weiter. Das muss fort, die Verstrebungsstangen hier, die nehme ich auch gerade weg, nehme das einfach gerade so auf die Seite. Motorsteuergerät tue ich nicht unbedingt an den Kabel lösen, einfach hier die Verschraubung hier lösen, Motorsteuergerät auf die Seite fort. Und dann habe ich oben die Schrauben, für, dass ich meine Air-Intake-System ausbauen kann und darunter sind dann eben da die Venturis, die ich auch noch wechseln muss. Aber ich tue da mal eins dran arbeiten. Aber bis dahin ist eigentlich alles relativ ring demontiert. Ich habe auf dem Video geschaut. 6 Minuten habe ich gebraucht, um das alles vorzunehmen. Ich meine, es geht noch. Bei 701er von meinem Brütsch habe ich auch schon ein paar Mal die Verschallung vorgenommen. Und wenn ich ehrlich bin, dort ist es mühsamer als hier. Also wirklich. Weil das ist nur drüber gesteckt, oben und unten verschraubt. Und die Abdeckung näher da vom Tanker mit, die ist auch einfach nur drauf gesteckt und unten nachher verschraubt. Und die Sitzbank ist drauf geschoben und vorne nachher drauf gesteckt und hinten verschraubt und fertig. Also ich meine, das ist nicht so eine Sache. Das ist sozusagen die Servicestelle, kann man sagen jetzt. Weil man kommt zu allem jetzt relativ gut dazu. Der Tank muss einfach fort, das ist halt so. Aber ich muss sagen, es ist eine relativ geile Lösung, weil der Tank ist in wenigen Minuten demontiert. Und jetzt habe ich mir hier noch einen Schranz geholt, da am Finger. Naja, egal. Ja, ich mache jetzt hier weiter. Baue die Dings hier aus, das Air-Intake-System und dann würde ich sagen, seht ihr, wie es weitergeht. Und dann bis dann. Bis. Ja, es wird langsam feister, obwohl ich jetzt noch nicht so lange dran bin. Aber es ist halt auch schon 6:30. Jetzt habe ich die Schrauben alle gelöst, hier da vorne, da hat es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrauben. Und der Deckel hier, also das Intake-System von der Airbox, verschraubt wird. Jetzt muss ich die Kabelbinder hier noch lösen, da die 4 Stück, wo der Kabelstrang dran ist. Und dann kann ich das auch schon ausbauen und vergleichen mit dem hier. Ja, aber ich habe jetzt gesagt, ich tue jetzt zuerst meine Ducati auf einmal eins noch kehren gegen das Licht, weil ich arbeite so von dieser Seite und das Licht kommt von da hin. Ja, lieber, wenn das Licht mir in den Rücken scheint und nicht mir in die Fresse. Und das hier ist eben das Relais, das ich gesagt habe. Ich kann es so ganz wegnehmen, aber ja, ich nehme es noch ganz weg. So, also, dass ich das zeigen kann. Das hier ist so drinnen. Geht schnell so her, dass ich da nicht vor dem Licht stehe. Ah, da vorne ist schon noch ein Kabelbinder. Ja, das hat gut angemacht, aber ab Werk war es auch schon so gewesen. Das heisst, ich habe nur so gemacht, wie sie das ab Werk auch gemacht haben. Ah. Dann kann ich das nämlich da so vorne. Wenn das mit einer Hand ist, ist das halt eben gerade ein bisschen mühsamer. Ein Kabelstrang. Also, ich mache das anders. Ich tue das da wieder so her. Ah.
Und da muss ich stehen, dass das Nattel nicht umfliegt. So. Das ist die originale Ansaugung hier. Habe ich es drauf? Ja. Ich habe hier schon einen PMC-Filter verbaut. Original ist ein Papierfilter. Das ist ja schon Tuning. Und jetzt nehme ich hier oben nachher noch den Schnorchel hier weg. Wobei der drosselt eigentlich nicht, weil das Loch ist hier relativ gross, wie man sieht. Die Denkstelle ist eben woanders. Und darum nehme ich das mal weg, dass ihr das seht, warum dass ich da ein anderes Intake-System verbauen will. Ich habe schon ein bisschen Hand angelegt am originalen Teil, aber es ist natürlich noch nicht das gewünschte Ergebnis. Ich habe hier schon ein bisschen präpariert, so viel wie geht. Diese Lippe hier kann ich nicht wegnehmen, weil das zugleich die Abdichtung zum Luftfilter ist. Das wird hier durch eine Falschluft ziehen. Und auch das hier, das habe ich auch abgerundet, dass der Flow so günstig wie möglich ist. Aber wenn man das jetzt vergleicht, das Loch hier, oder? Der Querschnitt hier mit dem Querschnitt da, sieht man definitiv einen Unterschied. Und dann hier um die Kurve drumherum geht so viel ringer die Luft. Dann hat es hier sozusagen wie einen Sammler, oder? Wo die Luft so ein bisschen gesammelt und gleichmässig rundherum durch das Loch, durch die Öffnung geführt wird. Und hier ist es halt einfach das ganze das Volumen hier durch, es wird einfach nicht direkt 90 Grad Winkel drinnen, oder die Luft strömt so an und geht dann so direkt hinten. Also nicht wirklich flowgünstig gemacht, das Ganze, sondern die Luft muss so bam, bam, hinten, oder? Aber als erstes muss es zuerst mal hier um die Kurve. Das heisst, hier ist es ein bisschen geführt, hier hat es eine kleine Rundung. Die Luft kommt also so rein, wird ein bisschen geführt, dass es so angeht, aber dann hier wird es nicht mehr geführt, hier prallt es einfach direkt an der Wand und dann muss es so hindern. Und hier kann man sagen, hier ist das Ganze wie ein Sammler hier vor dran, dass die Luft wirklich einen schönen Flow durch hat. Und dann, luftfiltertechnisch, denke ich, nehmen sich die nicht viel, aber man sieht definitiv einen Unterschied. Der hier ist hinten durch flach, für das ist für den Hinterzylinder, und das muss ich halt schnell am Motor zeigen, für den Hinterzylinder mehr Platz gibt. Und der Hinterzylinder ist hier, oder? Das ist der Venturi vom hinteren Zylinder. Jetzt sieht man halt nicht gut daher. Ich habe eine Taschenlampe. Moment. Also, ich habe eine Taschenlampe, wenn ich sie gerade richtig her tue. Hier. Das hier da. So zeigen. Das hier ist der Hinterzylinder hier. So, das ist der Hinterzylinder und der Luftfilter kommt halt einfach relativ nach an den Trichter her und nimmt dem den Platz, für das hier der Flow schön, also die Luft schön in den Hinterzylinder kann einströmen. Und durch das ist eben der Filter hier flach, damit er im hinteren Zylinder, wo der Trichter eben hier sich befindet, mehr Platz bietet. Und dazu, wie man sieht, ist hier eine Erhöhung, oder? Da. Und hier ist es relativ flach, das heisst, der Filter selber wandert in der Airbox weiter rauf, was dann wiederum nochmal mehr Platz bietet, für dass der Flow besser ist, oder? Also das ist echt das, was ich so sehe auf den ersten Blick, dass die Bauhöhe zwar die gleiche ist, aber die Position, wie man sieht, ist eine ganz andere und die Position ist so in etwa, oder? Und da sieht man den Unterschied. Der Filter hier wandert viel weiter an in die Airbox als der Filter hier und nimmt den Trichter von den Zylinder den Platz, einen schlauen Flow zu haben, zum Einströmen. Hier, das ist der Vorderzylinder und das hier ist der Hinterzylinder. Und hier, das ist, glaube ich, das Einspritzventil, das hier da, oder? Das hier da, wo das schwarze Nippel und der schwarze Schlauch dran geht. Und hier einer auch. Und dann hier, wie man sieht, Drosselklappenstellung, geht an einem Gestänge hier hinten. Und wahrscheinlich, und das hier, da ist der Motor hier, wie man sieht, hier, da, wo mein Kuni drauf steht, wenn ich es jetzt noch richtig zünden kann. Das kann man so sagen, ein Stellmotor für beide Drosselklappen hier.
und hinter der Drosselklappe das Einspritzventil, also Sugrohreinspritzung. So ist das eigentlich aufgebaut, das Ganze. Wichtig ist einfach, dass hier innen 0,0 Dreck ist, also keine Steintchen und nichts. Das heisst, bevor ich mein Intake-System verbauen, muss ich hier gründlich schauen und gegebenenfalls rausputzen, weil all das, was sich jetzt in der Airbox ansammelt, wäre eigentlich gefilterte Luft. Und die sollte eigentlich sauber sein, weil der Dreck saugt der Motor sonst direkt an. Und wenn Steinchen und Zeug und Geschichten drin sind, die sich halt eben gerne hier auf dieser Dichtlippe hier ansammelt, beim Wegnehmen vom Intake-System. Ich meine, ich habe das hier dann modifiziert und mit dem Luftfilter bestückt im Dezember letztes Jahr. Das heisst, ich bin ja nicht mehr gefahren, oder? Und jetzt habe ich mich wieder führen. Und gerade einmal bin ich gefahren damit. Letzten Sonntag sozusagen, ein paar Kilometer, wie gesagt, 63 Kilometer, da hat sich jetzt nicht viel Dreck angesammelt. Aber als ich im Dezember auseinandergenommen habe, die 6.500 Kilometer gefahren, bis ich das voneinander genommen habe, hat es natürlich drumherum ein bisschen anders ausgesehen. Und es ist natürlich wichtig, dass der Dreck, der sich drumherum ansammelt, nicht reingeht, wenn man das hier fortnimmt. Das ist noch wichtig, weil sonst hat man auf das Mal kapitalen Motorschaden. Ja, so funktioniert das Ganze. Eigentlich relativ simpel, wenn man so überlegt. Und mir nimmt halt Wunder, was das hier da jetzt leistungssteigerungsmässig bringt. Und mehr Luft und einen besseren Flow bringt vor allem bei hohen Drehzahlen viel. Dann braucht der Motor die Luftmasse. Bei tiefen Drehzahlen überkommt eigentlich in der Regel jeder Motor genug Luft. Wenn man das Intake verbessert, also mehr Querschnitt schaffen und einen besseren Flow, dann braucht das der Motor vor allem bei den höheren Drehzahlen. Und somit kann er dann das Drehmoment oben raus besser behalten, entwickelt so bei höheren Drehzahlen mehr Leistung. Ganz einfaches Prinzip. Ja, ich tue jetzt das verbauen hier. Also zuerst muss ich die hier noch wechseln. Das gibt eben noch ein Gefummel hier, vor allem für den Hinterzylinder, weil hier die Bauhöhe relativ knapp unter der Airbox. Das mache ich jetzt zuerst noch und dann seht ihr, wie es weitergeht, würde ich sagen. Ja. Ah, oh, jetzt habe ich das Zeug ausgebaut. Ja, oh, Moment. So sieht es ohne den Venturi aus. He. Nackte Drosselklappe. Hier hinten geht genau das gleiche Prinzip. Es ist übrigens gegangen, relativ gut. Ich habe hier das lange Schlüssel gebraucht für den Hinter und das kurze für den Vorder. Und dann habe ich hier noch ein Ducati Spezialwerkzeug, um den Imbusschräubchen zu lösen. Und ja, es ist jetzt alles die gleiche Grösse am Mass. Für jeden Einsatz, für jedes Örtchen das passende Werkzeug. Wichtig, he? Und es ist ganz ohne Fluchen gegangen. Es ist einmal gegangen. Ja, die Schrauben können lösen, die waren reingelocktatet. Das heisst, ich tue die auch wieder reinlocktaten, weil ich will nicht, dass sich die löst während dem Fahren. Das wäre scheisse. Hier habe ich Locktate. Oh, das Nattel kommt gar nicht klar mit der Dunkelheit. Aber hier habe ich Locktate. Das wird dann hier schön eingesalbet, damit es hat. Das sind die Originalen jetzt. Hier sind noch ein Gummidichtigring drin, damit es nicht unter der Falschluft zieht. Das muss ich hier noch rein tun in die Nut. Aber man sieht schon einen optischen Unterschied. Da hat es eine kleine Einbuchtung. Das ist für den Hinterzylinder hier. Und dann so drauf, dass es hier noch ein bisschen mehr Platz schafft zum Luftfilter. Und man sieht den Unterschied hier. Man kann jetzt sagen, ja, der Durchmesser hier ist kleiner, aber es täuscht, weil es wird hier von der Seite auch noch angesaugt. Hier nicht nur hier der Mitte, sondern hier der Seite. Und sollte eigentlich wieder auf den gleichen Querschnitt kommen wie da. Aber es ist ein bisschen kürzer. Und das sollte eigentlich kürzere Venturi, gibt einen kürzeren Ansaugweg, gibt mehr Leistung oben raus. Und weil es auch noch mehr von der Seite ansaugen kann, als jetzt nur hier von oben für, wo dann eben eh noch der Luftfilter ein bisschen im Weg ist, vor allem gerade der Original, kann das noch ein bisschen mehr von der Seite. Somit bekommt der Motor mehr Luft. Also der Flow wird so nochmal verbessert. So meine Theorie, ich würde sagen, das ist schon berechnet worden, weil das ist das. Es sieht aus, als wäre das vom 3D-Drucker ausgedruckt worden, das Teil hier. Also es wird schon berechnet sein, alles, dass es wirklich eine Steigerung gibt zu diesem Teil hier. Und das natürlich zu diesem Teil dort, logisch. Jetzt verbaue ich
die hier oder der hier, der schön zylindrisch ist, wird für den Vorderzylinder sein, weil dort habe ich eh mehr Platz zum Luftfilter und das ist für den Hinterzylinder. Jetzt muss ich hier einloggen und wieder verbauen. Ah ja, eben. Was es dann auch noch braucht, für dass man hier die Schrauben montieren kann, ist Fingerfertigkeit Pro. Das habe ich noch schnell upgradet, dass ich Fingerfertigkeit Pro habe, für dass ich hier dazukomme, dass ich es ertasten kann. Weil sehe tue ich eh nichts. Wenn ich gerade hier spüren habe, mit dem Schlüssel tue ich die Schrauben ertasten, dann tue ich so und irgendwann komme ich drauf und dann tue ich wieder den Hub drehen, das Viertel. Dann geht es wieder weiter. Da ist die Taste hier. Wo ist die Schraube? Wo ist sie wo? Oh, beim letzten Ort. Hier ist die Schraube. Ah, ich spüre es ja. Ja, das ist eben ein Geduldsspiel sozusagen. Mal schauen, ob ich da von Hand noch ein bisschen drehen kann dran an dem Mure Ding. Ja. Ein bisschen geht noch. Ich gesagt, weil man sieht eh nichts. Dann muss ich schauen. So. Schnell schauen, ob das da mittig gesetzt hat. Ja, jetzt es mal an. Vorher nachher geht es deutlich gäbiger und da sehe ich, was ich mache, aber da hinten nicht. Beim Lösen war übrigens das gleiche Problem gewesen. Da musste ich im Blindflug müssen arbeiten. Ja. Also, ich montiere das. Ja, und dann würde ich sagen, geht's weiter. Ah, jetzt ist das dran hier. Der Venturi vorne und der da hinten ist dran. Ja, sieht einmal nice aus, passt richtig schön. Mir gefällt, würde ich sagen. Ja, man kann sagen, in Carbon wäre es natürlich noch besser, aber sieht man ja natürlich nicht, weil ich meine Material. Okay, meine Funktion ist jetzt da wichtig. Ja. Jetzt sehe ich gerade, ja, mal, das ist gut. Dann verbaue ich jetzt diese hier drin, baue alles wieder zusammen und dann am Schluss dann noch schnell Start machen vom Motor her. Schauen, ob alles funktioniert. Das ist feister, wie man sieht. Ja, es war jetzt 7. Jetzt bin ich auch schon. Jetzt muss ich schnell überlegen. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit genommen. Ich meine, jetzt bin ich. Oh, was soll ich sagen? Halb 6. Ja, bis ich parat war. 6. Ja, eine Stunde bin ich jetzt dran. Ja. Easy. Was kommt das hier drin? Ja, wunderbar. Was halt jetzt nicht mehr dran kommt, ist das Teil hier oben. Jetzt kann die Luft direkt von vorne so reinkommen. Was natürlich besser für den Flow ist. So ein halbes Ram Air, wie man dem sagt, aber ja, nicht so ganz. He. Ram Air wäre jetzt, wenn es vorne gerichtet wäre. Das wäre ja dann hier im Lenkkopf drin, oder? Wenn die Luft dann so durchströmt, hier drin, hier dahinter, dass es dann direkt rein kann. Im Prinzip jetzt ja auch, aber ja, vorher jetzt noch zuerst müssen kehren hier so. Die Luft kommt von vorne so müssen kehren. Jetzt geht es schon länger drin. Der Box, das ist schon besser. Ein Nachteil ist halt einfach, Luftfilter regelmäßig rausnehmen und putzen, weil der Dreck sammelt sich jetzt da natürlich viel extremer an. Unter anderem auch Kieselsteinchen. Habe ich übrigens auch hier drinnen gehabt, Kieselsteinchen. Und ich gehe ja nicht in den Dreck mit der Hypermotor, die fahre Asphalt, aber gleich kann man Kieselsteinchen reinmachen. Wichtig ist einfach, dass das System dicht ist. Also hat man Kieselsteinchen nämlich da, wo man sie nicht haben will, nämlich im Motor. Ja, so viel zu dem Thema.
würde sagen, funktioniert wieder. He? Alles wieder verbaut habe ich. Ja, das eine, wo man natürlich... Ah, schau jetzt eins, Blutspuren. Ich habe mir vorher noch einen Schranz mehr geholt, nämlich am Daumen. Aber, kurze Erklärung. Da jetzt der Luftfilter höher oben innen sitzt, wie ich ja erklärt habe, oder, ist natürlich das Motorsteuergerät auch noch eins höher oben, weil das ist ja oben drauf geschraubt. Jetzt kommt das eben ganz leicht am Tank an. Das heisst, wenn der Tank in seiner Position innen ist, so wie er jetzt ist, montiert, drückt es ganz leicht auf das Motorsteuergerät, wobei das ist ja in einem Gummi innen eingefasst und auf dem Gummi aufgeschraubt, es ist ein bisschen flexibel, aber ja, ist halt nicht ganz so, wie es original jetzt ist. Dafür hat man mehr Platz in der Airbox drin. Ich hoffe, das ist jetzt, das sollte aber kein Problem darstellen. Weil da, ich kann es schnell zeigen, das ist jetzt einfach das, was mir aufgefallen ist, weil der Tank nämlich, den ich montiert habe, ein bisschen aufgelegen ist. Wenn wir jetzt hier aufschauen, hier unten rein, dann sieht man das Motorsteuergerät. Da, wenn man jetzt dort heranschaut, da wo ich herzünde. Und es kommt jetzt halt eben Licht an. Es sieht einmal, ja, ist jetzt einfach so, dass wenn man jetzt hier drauf sitzt, oder, die Sitzbank geht ja noch ein bisschen auf den Tank und so weiter, wenn er montiert ist alles. Ich habe nicht müssen den Tank andrücken oder so, für das ich ihn montieren kann, sondern es hat wirklich schon gepasst. Also es ist einfach gerade einfach. Es geht einfach gerade, aber mehr nicht. So viel zu dem Thema. Und was ich auch noch sehe, ist, dass mein Lack eine Politur nötig hat, weil er hat wieder überall Hologramm und wenn ich das spüre, ist wirklich kein Schmierfilm. Also Schutzschicht mehr drauf. Überall vertalpet du alles. He? Also das ist das Nächste, was ich Angriff nehme. Wieder polieren, einwachsen, damit der Lack wieder seinen Ursprungsglanz überkommt. Sozusagen Neuzustand, oder? Ist jetzt auch schon eine Weile her, als ich das gemacht habe. Ja, das ist das Nächste. Aber jetzt zuerst mal eine Probefahrt machen. Ich hoffe, morgen ist das Wetter einigermaßen, für dass ich einen kurzen Ausflug machen kann, damit... Wie gesagt, funktionieren tut's, Fehler habe ich nicht, also alles im grünen Bereich. Das Einzige, was eben ist, ist, dass das Motorsteuergerät jetzt am Tank ankommt. Original hat es eben einen leichten Luftspalt dazwischen, damit es ein bisschen arbeiten kann. Und jetzt, ja, es ist ein leichter Nachteil, aber das hat da derjenige, der das entwickelt hat, so entschieden und nicht ich. Weil das wird ja hier drauf montiert, oder auf dem anderen kommt halt der Luftfilter weiter rauf, das heisst, das Ganze wandert alles weiter rauf. Ja, ich hoffe, das ist jetzt kein Nachteil, oder gibt kein Nachteil. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, sonst Passgenauigkeit und so, das ist 1A, also da kann man nicht meckern. Ich meine, ich habe über 400 Stutz gezahlt für die Ansaugung, also da darf man auch ein bisschen Qualität erwarten. Bis eben, dass das Motorsteuergerät jetzt doch ein bisschen zu weit oben ist. Aber eben, ja, ist jetzt so. Ich hoffe, macht keinen Nachteil oder wird nicht zu einem Nachteil, aber das ergibt sich dann mit der Zeit, sozusagen. Weil das Motorsteuergerät hat vorher ein bisschen arbeiten, oder? Vibrationen und so weiter, wo durch den Gummi gedämpft wurde. Jetzt duschiert natürlich das Motorsteuergerät am Tank und die Vibrationen werden natürlich so 1:1 auf das Motorsteuergerät übertragen. So im Gedanken von Ducati, oder ist das halt nicht ganz so, wie das Ducati hat wollen, aber jetzt sei es so. Hoffe, das ist kein Nachteil. Wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich etwa schon 1000 Mal. Aber sonst passen tut es gut. Mehr nachdrücken kann ich den Tank nicht müssen, dass es irgendwie eingeklemmt wird oder so. Es kommt einfach an. Ja, das ist echt das, was mir aufgefallen ist. So, Dichtungen hier rausgenommen und bei den Venturis verbaut, bei den anderen. Sonst, werde ich ein bisschen scheiße, wenn es jetzt noch so wäre. Nein, Spass beiseite. Also, ich bin müde. Es ist jetzt 8:30 jetzt gleich. Ich habe jetzt halt schon ein bisschen länger gebraucht, als ich eigentlich gehofft. Ja, scheißegal, ich habe mir halt auch Zeit genommen, oder?
Ist jetzt so, jetzt bin ich da schon 2,5 Stunden hier und stockfinster und alles. Jetzt verrumme ich alles wieder. Meine Ducati da wieder ein kleines Upgrade verpasst und eben wollte ich schauen, wie das funktioniert. Und dann tue ich dann noch nachfragen, ob man die Software dementsprechend noch muss anpassen oder nicht, weil jetzt also noch ein mehr optimiert ist. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann wünsche ich euch bis dahin viel Vergnügen. Also ein bisschen zu leicht, ich weiß auch noch nicht. Ja, so, ich glaube, so sieht man mich schon relativ gut. Ja, meine Nase ist ein bisschen am Laufen. Es ist relativ frisch geworden hier aus. Ich hoffe, ich erhole mich so nicht der Erkältung hier jetzt raus. Nein, hoffe nicht. Weil 20 Grad und dann Sonne fort und dann kalt ab auf etwa 5 oder so, ist halt schon gerade ein bisschen heavy. Ja, aber eben, mal schauen. Eine Nacht drüber schlafen und morgen sehen wir weiter, würde ich sagen. So, ruhen zusammen und dann bis dahin. Einen schönen, würde ich sagen. Peace!